und zurück nach Deutschland. In Bonn hielt die CDU heute einen Parteitag ab. Auch dort wurde gewählt, allerdings im personalpolitischen Teil mit klaren, himmelhoch jauchzenden Resultaten. Hier vorher Meinungsforscher zu bemühen, wäre weggeschmissenes Geld gewesen. Und noch eine wichtige Frage stand zur Entscheidung, ob und wie man dem Beispiel anderer Parteien folgen solle, um Wahlen in Zukunft nicht nur frei und demokratisch, sondern auch sozial korrekter zu gestalten. Die einen nennen es Quote, die anderen haben den Begriff Quorum vorgezogen. Es geht bei der Besetzung von Parteipositionen und öffentlichen Ämtern um eine verbindliche Pflicht zur Damenwahl. Emma Thewesen war für uns auf dem Parteitag im Advent. Der strahlende Wahlsieger wollte sich heute mal so richtig feiern lassen. Ein Heimspiel mag sich Helmut Kohl gedacht haben, zwar mit Streit um die Quote, aber mit klaren Mehrheiten. Doch dann der unfertige Stand der Frauenunion, symbolträchtig, denn die Union bastelt noch am neuen Image als Frauenpartei. Nur als Kosmetik gilt vielen die junge Ministerin Nolte, zumal sie selbst bisher gegen Quote war und heute... Wir werden sehen, was ich tun werde. ...sprach und hinterließ die Hoffnung, dass wenigstens diesmal bei einer Reform jung und alt harmonisch für den Schritt nach vorne stimmen. Und der hieße, bei parteiinternen Wahlen soll ein Drittel der Stimmen für Frauen abgegeben werden und auf Wahllisten, wie zum Beispiel bei der Bundestagswahl, müsste jeder dritte Platz, also anders als hier, mit einer Frau besetzt sein. Wenig aufregend das Ganze, zumal es keine Quote, sondern nur ein Quorum ist, denn der Wähler kann ja noch anders entscheiden. Dennoch gab der Parteivorsitzende in seiner Rede den Delegierten eine Entscheidungshilfe. Ich gehörte lange zu denen, die sagten, mit den Appellen, das genügt. Ich gestehe heute hier klar und deutlich, ich bin mit meiner Meinung, und andere hatten sie ja auch, gescheitert. Mit den Appellen sind wir nicht weitergekommen. Ich bin völlig offen für weitere und bessere Vorschläge. Nur für eines bin ich überhaupt nicht offen. Dass wir wieder hier herausgehen und sagen, es bleibt so, wie es war. Dies ist nicht für die Zukunft erträglich. Doch zunächst blieb Helmut Kohl. Was er seit 21 Jahren ist, Parteivorsitzender, mit 94,4% der Stimmen gewählt, eine satte Mehrheit. Doch bei der Diskussion um die Frauenquote geriet die doch tatsächlich wieder in Gefahr. Ich bin entschieden gegen diese Quote, weil wir Personen nach Qualifikationen und nicht nach ihrem Geschlecht beurteilen sollten. Wir Frauen haben es nicht nötig, dass wir aufgrund einer Quotenregelung gewählt werden. Wer von mir erwartet, dass ich einem Frauenquorum zustimme, von dem erwarte ich, dass er bei sich selbst anfängt und selbst danach handelt. Warum haben Sie so eine solche Angst vor einem Drittel Frauen, wenn Sie immer noch zwei Drittel zur freien Auswahl haben? Wenn wir heute nicht ein Zeichen setzen, dann brauchen wir in der nächsten Zukunft darüber nicht mehr zu diskutieren, weil man uns unsere Beschlüsse ohne Wirkung nicht mehr abnimmt. Diesem Antrag, der heute zur Abstimmung steht, können Sie unbekümmert zustimmen. Denn dieser Antrag ist kein explosiver Tiger im Tank. Dieser Antrag ist ein zahnloser Löwe. Allein glauben mochten das vor allem die Männer nicht, sahen sie doch im Antrag den Anfang vom Ende. Und so wurde es nochmal knapp, die offene Abstimmung war nicht klar zu entscheiden, erst die Abgabe der Stimmkarten kurz danach brachte das Ergebnis. 416 Ja, 361 Nein-Stimmen. Nun sollen die Parteigliederungen das Quorum diskutieren, bis im Oktober 95 nochmal abgestimmt wird, dann mit Zweidrittelmehrheit. Aber an knappe Mehrheiten ist Helmut Kohl jetzt wohl gewöhnt. Also nun auch in der CDU die Quote. Nutzt sie oder schadet sie den Frauen in der Politik? Und ist es genug, der einen Hälfte der Bevölkerung ein Drittel der Posten zuzuteilen? Vom Parteitag in Bonn ein Zwischenruf von Barbara Friedrichs. Eine engagierte Debatte, und die Union erbebte fast in ihren Grundfesten. Herausgekommen ist ein halbherziger Entschluss. Und ohne das Machtwort des Parteivorsitzenden hätte es selbst den nicht einmal gegeben. Doch der vorläufige Quotenbeschluss ist richtig, notwendig und bedauerlich, denn er ist auch ein Armutszeugnis. In der Union hat man es durch Einsicht nicht geschafft, Frauen entsprechende Chancen bei Ämtern und Mandaten einzuräumen. Also, alte Erziehungsregel, wer nicht hören will, muss fühlen. Die Frauenquote, meine Herren, ist keineswegs eine Huldigung an den Zeitgeist und ist, meine Damen, auch keine Beleidigung der qualifizierten Frau. Nur Quotenfrau
Na und? Quote heißt doch nicht Quote statt Qualität, mitnichten. Und selbst wenn es denn einmal so wäre, niemand kann doch ernstlich meinen, dass alle Männer bisher nur wegen ihrer Qualifikation gewählt wurden. Außerdem spielt natürlich auch taktische Überlegung eine Rolle. Die Union hat zu wenig weibliche Mitglieder, besonders unter den jüngeren Frauen.